Welcome to Aurora, the incubator of World 2.0. My name's Jay Skell, and we've been expecting you. You've been invited here to innovate, to invent, and to create. But we're also asking you to do the most important thing with your lives that you can do. Here, away from the rest of the world, we will build the tools to lead the planet into the future. A completely sustainable economy, a blossoming environment, safe homes, security for your family, and a community where innovation is celebrated. The generations that come after us may forget all about us, but they will thrive because of the work we do here. Thank you for joining Skelltech and Aurora. Together, we are building tomorrow. Schön, dass da unten steht, dass gleich eine Wartung kommt in 23 Minuten. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu Tom Clancy's Ghost Raccoon Breakpoint, so heißt es. Und wir gucken uns heute die Closed Beta an. Am Anfang noch alleine und danach habe ich zwei Mitspieler, zwei nette Herren, die ich auf der Gamescom kennengelernt habe, zwei andere Streamer. Und genau, aber den Prolog muss man erstmal alleine spielen und deswegen, ja, starten wir. Ich werde das Ganze irgendwie ein bisschen zusammencutten für YouTube dann. Vielleicht mache ich auch die komplette Wiederholung rein, je nachdem wie lustig es wird oder auch nicht. Und nochmal vielen Dank an YogiWupp für deinen Follow, herzlich willkommen. Musste ich aber kurz unterbrechen, die Animation, weil Video und so. Wir machen erstmal zufälliges Aussehen. Ich habe festgestellt, da kommen ganz coole bei rum, die ich dann vielleicht noch so ein bisschen noch abändere. Aber ich finde es ganz schwierig, also man kann ja alles selber anpassen. Von männlich, weiblich, Gesicht, Augen, blabliblub. Aber ich finde erstmal so ein Grundkonzept mit zufällig ganz cool. Weil da kommen dann ganz coole Sachen auch raus. Ich würde mir, glaube ich, mich erinnert der Charakter an irgendwas, aber ich weiß nicht, an wen der mich erinnert. Aber ich glaube, den nehme ich erstmal, den hatte ich vorhin auch. Wir lassen den männlich, Gesicht lasse ich so, Augenfarbe nehmen wir blau, finde ich immer cool bei Charakteren, ich weiß auch nicht warum. Haare lassen wir eine Klatze, sieht einfach böse aus. Gesichtsbehaarung können wir noch gucken. Dieser Bart sieht einfach so scheiße aus. Sorry an jeden, der in Real Life so einen Bart trägt, aber nein. Ihr könnt mir keinen Menschen nennen, der sagt zu euch, dass das gut aussieht. Lasst es. So, das hier würde zu dem einen passen, der nachher mitspielt. Der gute Eddie. Der sieht nämlich so aus in echt. Der hat so einen Bart. Aber der hat noch lange Haare. Also da fehlt noch die langen Haare fehlen da noch. Aber ich glaube, ich mache mir hier so einen. Der sieht dann so böse aus. Ich will so einen bösen, so einen Haut drauf haben. Ein bisschen so wie Walter White sieht der aus. Ja, komm, er kriegt einen grauen Bart, Alter. Das ist der Weise. So, und dann könnte man hier noch eine Narbe noch verpassen. Guck mal, ich mache den tatsächlich so ein X. Kann man ja gar nicht drehen. Kann den Kopf nicht drehen, Leute. Naja, egal. Aber der kriegt hier diese... Der kriegt ein X aufs Gesicht. Da liegt der Schatz quasi. So, mit diesem Aussehen starten. Und damit starten wir. Viel Spaß. Kurzes Video. No.
Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. So, Leute, damit legen wir los. Schade, dass die Strukturen ab und zu ein bisschen lange brauchen zum Laden. Wir spielen das Ganze auf dem PC in Ultra. Und wie gesagt, jetzt erstmal Prolog alleine. Und dann starten wir mit den anderen beiden. Ich muss mal ganz kurz gucken. So viel Zeit muss sein, bei jedem Spiel ja anders, die Kamera noch verschieben. Ich mach die mal hier hin. Weil oben kommen ab und zu Quests. Deswegen mache ich das mal so. So, und dann können wir starten. Attacke, Schweinebacke. So, wir sollen uns mit G quasi heilen. Da finden wir schon den ersten. Leider, oh, jetzt habe ich's. Nice, für die Aufnahme perfekt. Vorhin, als ich es kurz angespielt habe, ob es läuft, haben die Bandagen gefehlt. Er hat sich quasi nicht verbunden. Also er hat die Luft verbunden quasi. So. Aber ich find's cool, sieht ganz geil aus. Ich muss dazu sagen, ich habe auch schon die Closed Alpha gespielt. Die durfte man aber nicht streamen. Was ich auch geil finde, er hat jetzt tatsächlich Schlamm. Da, wo er sich hingehockt hat, hingekniet hat und an der Hand, mit der er sich abgestützt hat. An der von euch aus gesehen linken, seine rechte sozusagen. Oh, die andere auch. Finde ich geil. Generell finde ich Grafik mega. Mega, Leute, mega. So, jetzt spielen wir das noch ein bisschen seriös. Ihr werdet sehen, nachher wird das Niveau ein bisschen abnehmen. Aber finde ich nicht schlimm. Dafür spielt man ja Multiplayer, um einfach dumm zu sein. So. Luftschiff Flughafen. So, ich hoffe, ich verdecke nichts. So. Alles klar, dann gucken wir mal, wir sollen dahinter. Ich hoffe, geht soweit klar. Ich glaube, das Spiel ist noch ein bisschen leise. Sagt mal bitte dem Stream Bescheid. Stream läuft wieder mal. Oh. Boing, Junge. Okay, wir können in die Hocke gehen. Und schleichen. Okay, da kann man sich hinlegen. So, hat der Dude einen Schalldämpfer? Jo, wir haben Schalldämpfer. Okay, wir können ja noch Hitman machen. Klatze haben wir ja, passt ja. Okay, hier können wir hochklettern, wollen wir nicht. Wir wollen töten, Leute, töten. So, pass auf, da hinten. So, soweit habe ich vorhin auch schon mal gespielt, um zu testen, ob es läuft. Den kriegen wir. Flupp, Junge! Ah, ich liebe lautlos. Aber ihr kennt das, bei mir endet das meistens in laut und los. Aber egal. Grüße gehen raus an Devius. So. Okay. Gucken wir mal. Ziemlich leise. Okay. So, wir gucken kurz nach Loot. Ich werde gleich mal ein bisschen lauter machen, das Spiel. Oh, hier liegen überall Tote rum. Junge, Junge. So, wartet. Wir gucken mal schnell. Also, jetzt müsste es ein bisschen lauter sein. So, machen wir weiter. Bisschen lauter gemacht. Den Quark. Die auf YouTube haben Glück. Da kann ich es nachträglich beim Cutten lauter machen. So, aber ich hoffe, es läuft auch so flüssig. Ihr wisst, neue Spiele sind mal ein bisschen. Ein bisschen, ja, Experiment. Drücke F, um Gegner außer Gefecht zu setzen. Wo ist denn hier noch ein Gegner? Na, da ist noch ein Gegner irgendwo. Hey, ich sehe ihn nicht, ich bin blind, Leute. Ich bin ein Blindfisch. Ah, da hinten läuft einer. Ja, bevor der mir nachher einen Rücken schießt, wenn man den mal kurz hier, ich weiß nicht, ob das so weit reicht. Was ich beim Spiel übelst geil finde, oh, das sind sogar zwei, hör auf. Was ich beim Spiel übelst geil finde, schießt man mir ins Bein, dann humpelt er halt wirklich. Alter, ich bin blind, oder? Hey, der ist hinterm Haus, oder was? Was macht der denn? Da läuft irgendwo was. Wie ihr seht,
Ich treffe perfekt. Muss erstmal reinkommen wieder. Den haben wir. So, ich glaube, die haben immer Munition dabei, oder? So, wir können mit Shift die Boy können wir sprinten. Aber ich finde es ganz cool, dass sie die Closed Beta jetzt dann mit Deutsch haben. Finde ich ganz cool. Closed Alpha war rein Englisch. Glaube ich. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber ich glaube, die war Englisch. So. Ja, den Stream habe ich heute mal auf 810p. Ich will mir die Qualität, den Qualitätsunterschied mal angucken. Aber ihr dürftet nicht so viel Unterschied sehen eigentlich. So. Okay, öffnen. Gucken wir mal. Oh, die neue Knarre. So. Wir können die ausrüsten. Soweit habe ich vorhin schon mal gespielt. Bäm, neue Knarre auf jeden Fall. So. Ich weiß gar nicht, Mausrad drehen. Ja. Boah, wie langsam er die Waffe wechselt. Also nichts hier mal mit schnell Waffe wechseln im Gefecht. Krass. Shit. My soldiers. Tja, die waren einmal. Untersuchen. Ja, Leute. Nach Überlebenden suchen. Ein haben wir abgeschlossen. So, ich bin mal gespannt. Jetzt in der Closed Beta. Es gibt 10 Missionen, die man spielen kann. Und es gibt, glaube ich, noch einen Deathmatch-Modus. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube aber ja. Irgendwas mit Man, irgendwas. Oh, ich bin erschöpft, steht da. Sie sind erschöpft. So, aber so läuft das Spiel flüssig, oder? Bei mir läuft es zumindest flüssig. Ja, ein bisschen komisch rennt der schon, wa? Aber Grafik ist trotzdem geil. Grafik ist trotzdem geil. Jupp, sieht gut aus, sagst du. Perfekt. Vielen Dank für die Rückmeldung. So, ist hier irgendwo Loch im Zaun, dass wir hier durchkommen, oder was? Hallo? Hallo? Ist jemand? War es ja ganz gut, dass wir die beiden hier weggeballert haben, weil wir müssen ja jetzt im Endeffekt wieder... Oh, da ist alles voll da drüben! So, dann gucken wir mal. Ich laufe da jetzt. Warum habe ich eigentlich jetzt keine. Ah, jetzt war die Minimap wieder da. Ich muss ja gucken, hier gibt es ja. Wenn nicht ganz hinlegen, Digi. Hinhocken reicht. Hat einen kurzen Schwächeanfall gehabt. Ich muss dazu sagen, Leute, ich habe eine kleine Ausrede, wenn ich heute schlechter treffe. Ich habe mir Nerv eingeklemmt und habe so ein bisschen Medikamente in Dust, die Muskeln entspannen. Ich habe zwar einen Booster vorher noch genommen vorm Stream, quasi gegen Kontern. Aber man merkt es schon, man ist ganz schön träge. Ich bin ganz schön träge, aber soll keine Ausrede sein, sondern ich habe halt Bock einfach trotzdem zu zocken. Ihr wisst, sonst treffe ich immer alles. Ach, jetzt bin ich dann, wenn ich im Busch bin quasi, wird es dunkler. Okay. Hallo Silber, willkommen im Stream. So, guck mal, da sind zwei. Wie viele Leute sind denn hier eigentlich? Da sind zwei und da auch. Wenn ich den hinteren zuerst wegmache, den, dann kriegen die das da doch nicht mit. Guck mal. Ein Killer, Leute. Jetzt muss ich mal gucken, wer guckt wohin. Okay, erst den. Aber ich muss mit dem Platten. Oh! Tom Clancy wäre stolz auf mich, Digi. Und Sam Fisher ebenfalls. Und Hitman auch, Alter. Wie heißt eigentlich der Typ von Hitman? Weiß das jemand? Hat der Typ von Hitman eigentlich einen Namen? Stimmt. Agent 7. Oder je nachdem, was für eine Nummer er hat. Oh, ich habe eine neue Pistole. Gleich mal nachgucken. Danke, Georg. Im Hintergrund habe ich nämlich Besuch. So. Die ist ja voll kacke. Guck mal, die ist überall schlechter. Nur in... Was auch immer das andere da ist. Wir könnten die aber auch zerlegen. Okay, das wird spannend. Das klären wir nachher, wie das mit dem Zerlegen und so abläuft. Da war noch was ich neu hatte. Wartet mal. Da eine Weste. Eine Weste. Die macht sogar 6 plus, Junge. Geil. So, weiter geht's. Ey, ich will nicht chatten. Zack. So, weiter geht's. Wie kann man denn eigentlich... Irgendwie, wenn ich mich hier ranlehne, dann wechselt er den... So, jetzt. Ja, so ist besser, wenn er links läuft, finde ich besser.
eine Runde Met rüberreiche. Warum? Bin ich, Some of you have got to be bin ich verletzt? Nein, guck mal, ich bin da gar nicht verletzt. Das ist alles tutti. Alter, aber hier, die mit dem Regen und so. Ich find die Grafik gerade echt cool. So. Stormcloud 1-1, this is Weaver, come in, over. This is Weaver, come in, over. Anything? Ugats. Contact, contact. Walker. Joey Weaver. Da war gerade der Typ. Da war gerade der Typ von Walking Dead. Sean. Sean das Schaf. So, guck mal, da hinten sind die Typen. Okay, ich muss abhauen, Leute. Die verfolgen mich. Man kann das, hier ist alles voll jetzt. Ich glaube, man kann das leise oder laut machen. Gegner mit hoher Stufe. Ja, okay, das wird halt so sein, dass wir nicht quasi nicht stark genug sind. Aber vielleicht schaffen wir es ja, das leise zu machen. Mit F kann man die Nah ausschalten, glaube ich, habe ich noch. Boah, ins Knie, Junge, und... Oh, gib ihm. Gibt extra XP, Leute. Gibt extra XP-Punkte. Alter, vielleicht bin ich jetzt auf Medikamente sogar noch besser als vorher. Da nehme ich aber jetzt immer Medikamente. So. Okay, was haben wir da? Zwei Leute. Guck mal, ein Schuss wäre auch krass. Oh. Das war besiegt. Eiskalt. Das war lautlos, Leute. Das ist alles voll, Alter. Aber guck mal, man kann die so markieren. Das ist schon mal gut. Das finde ich nice. Ich muss nachher mal mit den Jungs sprechen, ob wir das auch alles so ein bisschen leiser machen wollen. Das würde ich halt tatsächlich viel cooler finden. Wird zwar immer schief gehen, aber... Krass, dass sie mich noch nicht entdeckt haben, Alter. Ich weiß nicht mal, was ich hier gerade tue. Guck mal, Moos. Ohne Moos nichts los. So, was haben wir noch? Zwei Leute. Easy Kill. Guck mal, die machen wir lautlos, Leute. Die machen wir Nahkampf. Achtung. Boah, ja, übertreib halt. Hau noch fünfmal zu. Geiler Typ. Ohne neue Hose. Er hat ihm die Hose geklaut. Mal sehen, was wir dem klauen. Okay, dem haben wir nichts. Können wir nichts mehr aufheben? Guck mal, weil hier Inventar voll und so. Ich habe irgendwelche Credits aufgehoben. So, wir gucken mal. Wir haben eine neue Hose. Ist auch besser. 7. Okay. Geiler Hund. So. Guck mal weiter. Das müsste der letzte Überlebende sein an einer Absturzstelle. Aber wir gucken kurz mal. Hier gibt es noch Loot. Loot. Genau, wie ist denn bis jetzt im Stream eigentlich die Qualität? Wie gesagt, ich habe mal runtergestellt von 1080 auf 810. Ich werde jetzt die Tage dann auch nochmal 900 probieren. Halt, ich wollte ins Inventar. 900 probieren als Auflösung, weil ich mich dann so interessiert, weil 1080 bei so wenig Bitrate ist halt immer pixelt halt dann schnell. So, wir können gucken, untersuchen. Guck mal nach, Diggi. Mayday, Mayday. This is Ghost Lead. Does anyone read? 5x5, Ghost Lead. Who is this? A friend. I got the radio from a ghost. This ghost still breathing? Ghost Lead, you can chase the White Rabbit. Or run with the Red Queen. Give me a sit rep. That can wait. Your man's getting medical treatment. Follow the trail behind the ancient ruins. Your destination is in the mountains between two waterfalls. Understood. Ghost Lead out.
Ghost Lead out. So. Okay, Leute, weiter geht's. Gucken wir mal. Ja, wenn ihr jetzt im Stream keinen Unterschied seht, wie kann man denn eigentlich... Das würde mich mal noch interessieren. Ah, hier kann man das Tab des Dings ausmachen. Boah, das finde ich halt auch schon wieder nice, dass man dieses Overlay einfach ausstellen kann. Seht ihr das? Was wollte ich sagen? Wie kann man denn eigentlich seine Sicht ändern? Ah, Mausrad reindrücken. So, da haben wir vier Dudes. Wir markieren uns die mal. Ich mag das mit diesem Markieren. Ich habe das bei Assassin's Creed zum Beispiel auch immer... Okay, jetzt markiert er nicht mehr. Bei Assassin's Creed war das schon immer ganz geil. Ich würde ja am liebsten angreifen. Kennt mich, ich bin immer auf Krawall gebürstet. Und mein Typ, der sieht halt auch so schön aggressiv aus, finde ich. Ich habe so einen richtigen Walter White. Wir könnten uns jetzt auch ein Moped nehmen oder ein Auto. Geil, ich will lieber Moped fahren. Fahren! Muss ich irgendwo Gas geben? Nö, nur nach vorne. Oh Gott, ich sehe mich schon irgendwo hingegenfahren. Alter! Jetzt müsste so ein Wasted kommen oder Dings hier von... Alter, das hat mir ja richtig jetzt Leben gekostet. Aber guck mal, perfekt geparkt. Leute, ich wollte das eigentlich so, weil ich wollte euch mal die Karre zeigen und so kann ich euch die besser zeigen. Wir haben ja ein 55er Profil. Ja, aber ich kenne mich mit Motorrädern nicht aus, also kann ich jetzt mir leider nicht mehr aus den Fingern saugen. Diggi, du kannst da gerne einsteigen. Ja, ja, bloß nicht zu schnell, bloß nicht, kein Kratzer, ja. Oh. Hä, aber die Steuerung ist ein bisschen komisch, Alter. Alter, das rutscht halt wie Hölle, die Karre. Oh, jetzt haben sie mich entdeckt. Wir folgen aber mal der Straße, ich fahre jetzt hier nicht meine Chrisplay-Abkürzung, weil könnte schmerzhaft enden. Aber fährt sich tatsächlich ganz schön komisch. Die 810er Auflösung auf Twitch sollte auch dafür sorgen, dass es nicht ganz so schlimm pixelt. Deswegen teste ich das auch überhaupt nur. Oh, die Karre, die rutscht wie Sau, ey. Kriegt ihr noch Fahrerskills dazu? Kriege ich noch Fahrerskills dazu? Oh, hi, Leute. Uah. Ich habe keine überfahren. Ich bin vorbildlich. Safety first. Safety worst. So. Wir könnten halt auch aufs Auto umsteigen. Vielleicht fährt sich das besser. Aber sobald hier ein Huckel kommt, da bist du erstmal gleich übelst geflippt. Flipper. Oder oben ist schon unser Ziel. Ja, okay. Also schon. Grafik finde ich schon fett, Leute. Grafik finde ich schon fett. Auch mit dem Matsch so. Guck mal, sieht ganz geil aus, finde ich. Und ich bin ja mal so eine Grafikhure. Ihr kennt das. So, okay, wir müssen absteigen. So, jetzt geht's ab. Gibt's jetzt Stress? Erreichen Sie Twin Falls Mountain. Haben wir. Da ist ein Gürteltier! Leute, man kann sich erschießen, Alter. Was ist das denn? Es ist einfach durchsichtig. Durchsichtig, Leute. Durch und sichtig. So, und ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich den Punkt erreicht. Genau, hier war ich bei der Alpha auch. Hier haben wir den Punkt erreicht, wo man dann Multiplayer spielen kann. Passieren. Jetzt gibt's nochmal ein kurzes Video und dann sehen wir uns Multiplayer-mäßig wieder. Stop right there! Who are you? I was invited. Who the hell are you? Another one. You can always turn around and go back down the mountain. Things are a little tense, you know? Just watch how you handle that weapon. We don't allow shooting in Erewhon. And what's Erewhon? The cave, so we call it. Get in. Dann gehen wir doch mal rein. Verwenden Sie nützliche Ressourcen. So. Einzelspieler Dingsbums abgeschlossen. Finden Sie die Überlebenden in Iowa. So. Iowa. Boah. Die Höhle stimmt, die sah richtig geil aus, Leute. Die sah richtig geil aus. Hammer, Tab. Genau, wollen wir nicht. Boah, er sieht auch geil aus.
Was ist das für ein Ort, sagt er? Ich weiß nicht, ob dann auch der Dings ausgeblendet ist. Der, der Untertitel. Werden wir gleich sehen. Aber sie erklärt jetzt kurz, was das hier für eine Höhle ist, was das für ein Ort ist. Und dann, wie gesagt, können wir loslegen. Are you boys all right or what? We're the only two left in our chalk. No radio, no drones. Between the two of us, we got two rifles and eight mags. Locals got water here. And some supplies. Can you believe this place, man? God damn. My mind's blown. Yep. And they're friendly, more or less, but they're still keeping us on a short leash. You boys know what took out our birds? No clue. But there are definitely hostiles out there. Tangled with some troops out there who are calling themselves wolves. You know who we're dealing with? Now you're dealing with me. You the one in charge here? Who's asking? My call sign's Nomad. I'm the officer in charge of this operation. By operation, I assume you mean the massively wild screw-up. Hey, old man. You playing nice? I'm just trying to find out why a bunch of grunts are falling from the sky into our laps, honey. Well, someone sank a naval cargo ship off the coast. Then the entire archipelago of Aurora went dark. Now, we were sent here to figure out what happened. Next thing we know, our choppers were taken down. Almost half of my soldiers are dead. Best we can tell, some kind of military takeover. Sentinel, military contractors, they put this place under martial law, using the old boot-in-the-neck technique to enforce it. Skeltech is still making all the high-tech stuff they always make. Except maybe now they're making more weapons. Not exactly the libertarian utopia J-Skell advertised. Where can I find J-Skell? The head of Skeltech himself. We haven't seen him, but his drones are keeping an eye on his islands. So you think he's still a part of this? We're just not sure why. All right. Well, I'll put figuring it out on my to-do list. For now, can I see our wounded? Yeah. One of your guys needs to rest, but he won't shut up. Calm him down, yeah? And then come find me. I'll give you the guided tour. Noch eine Cutscene? Schön. Oh. Hey. Who are you, man? Nomad. Who's left? Who made it? Hey, you just relax, pal. I'm doing what I can. You damn superhero. Here. Here's another superpower. I can't find Midas. But Weaver. Hey, just relax, pal. We'll take care of it, all right? And the Wasp. Yeah. And with the comms blackout, I can't reach the ship. But I'll talk to Mad Shells, the big guy. He might have a boat I can use. Don't you worry. I'll come back with some help. Go. So, da unten seht ihr schon, Eddie Reimers ist dem Trupp beigetreten. Genau, oben rechts sieht man es. Okay, perfekt. Dann unterbreche ich kurz die Aufnahme, wir machen das ready und dann sehen wir uns zur zweiten Folge dann zurück im Multiplayer.